Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder unsere wöchentlichen Clubbelohnungen und hoffen natürlich wieder auf wunderschöne Pferde. Aber vorher gucken wir einfach mal, was heute haben wir Questpunkte. Also ist natürlich super immer für die. Was? 104? Uff, ey. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Wir gucken mal unsere Kisten an. So. Einmal das. Ja, Rentickets nehme ich immer ganz gerne mit. Also. Davon alles gut hier. Nein. Na Gott, immerhin 5 Renntickets. Und jetzt wird's spannend. No. Nein, Black Pearls. Ach Mann. Ja, schade eigentlich. Schade, schade, schade Schokolade. Wir gucken mal, denn gerade natürlich, wenn Quest-Sachen sind, bringt natürlich auch diese Sache hier mehr. Deswegen gucken wir erstmal, ob hier. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bringt immer 50 Punkte. Wir haben ja wirklich jede Menge von den Orbs. Und. So. Und dann schauen wir doch mal, was wir nämlich heute an Quest-Punkten machen können. Weil das bringt ja dann alles hier Doppelpunkte. Jetzt bereue ich natürlich fast, dass ich da nicht nochmal irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht habe, durch diese Sachen anschauen. Black Pearls, wir haben fast 2000 Black Pearls. Ey, komm, bitte. Bitte, bitte klappt. Bitte klappt alles. Und. Yes. 3 haben wir schon mal. Also wir haben 50 Punkte durch das Pferd gemacht. Plus die ganzen Quests. Ich bin mal gespannt, was wir dadurch rausholen. Die ganzen Quests. Yes, man, wir haben alle geschafft, ey. Wie geil. Alle haben wir geschafft und wir sind direkt. Moment, oh Gott, ich wollte gerade sagen. Wir sind auf 350. Wir haben 300 Punkte bekommen durch die ganzen Sachen. Das ist schon heftig. Das ist richtig nice. So. Dann schnappen wir uns nochmal hier ein paar Pferde. Das ist mega knapp, aber das so was. Aber hey, geht super. Wir schauen mal. Was müssen wir noch heute holen? Wir brauchen Eisen. Okay. Eisen ist notiert. Die anderen Sachen machen wir auch so. Und dann verpflegen wir mal noch unser Pferd. Ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen hier Eisen. Einmal schön putzen. Okay, das hätten wir. Und dann fehlt nämlich quasi nur noch das Eis, was wir brauchen. So. Mal nochmal hier so die letzten Pferde, die noch hier rumstehen, mitnehmen. Und dann haben wir das nämlich auch. So. Ich finde, das geht eigentlich ganz gut mit der Daily-Sache. Gerade wenn Quest ist, da kann man wirklich einiges an Punkten machen. Mal schauen, ob wir heute irgendwas haben, was heute wird. Ob wir diese Woche ein dreisterniges hätten für die Rennen. 2 haben wir auf jeden Fall. 2. Nein! Habe ich schon so viele Pferde. Aber keins. Ey, Darkshine hat, glaube ich, noch nie irgendwie großartig Trades gehabt. Das ist schon eigentlich richtig bitter. Guck mal hier an. Ach komm. Warum bist du so schlecht?
Also du bist ja nicht schlecht, du bist nur sehr speziell. Ja, okay, also wir haben in beiden Varianten haben wir jeweils zwei Trades. Oh. Aber keins mit dreien. Also zweier können wir machen. Aber mehr ist leider nicht drin bei der ganzen Sache. Können wir mal kurz schauen, dass wir mal hier uns dann einen mit drei. Na, no, immer Tor. Tor hat sich schon gut bewährt hier. Machen wir uns mit Tor daran. Und dann auch mal wieder was anderes an Hochziehen an Pferd. Macht gerade eins wieder, was gekommen ist. Ah, das ist ein bisschen doof, dass das so ist, dass man da nicht nochmal irgendwas machen kann. So. Aber diese Woche von den Belohnungen her eher nicht so geil, aber dafür haben wir auch schon echt einiges rausgezogen aus den Kisten. Also brauche ich mich definitiv nicht beschweren. Sowas hier zum Beispiel würde ich ganz gerne. Ja, doch, das kann man theoretisch auch in der Art bauen. Aber das sieht ja nicht ganz geil aus. Muss ich mir mal irgendwie mal merken, dass ich sowas auch immer auf eine Insel bauen will bei mir. Mal schauen, was unser guter Tor so leistet hier. So. Mal gucken, was haben wir denn als Gegner? Ein Fiery Phoenix. Okay, also es scheint von der Geschwindigkeit her so sein, als wäre ich ein Ticken schneller. Ja, scheiße. Ich hasse sowas, wenn das passiert. Das ist so dumm. Diese Bugs sind leider, diese Lags besser gesagt, sind, ach, jetzt komm. Ja. Das ist jetzt genau das Problem. Also, ohne den Lag wären wir vorne. Und jetzt müssen wir halt nochmal wirklich lucky sein. Ist ein bisschen blöd, wirklich. Also diese Lags kriegt das Spiel einfach nicht in den Griff. Und das ist halt genau gerade das Problem, was es halt hier gibt, wie ihr seht. Ah ja, okay, das war jetzt mein eigener Fail. Ja. Ja, die ist jetzt schon so weit vorne. Das ist halt das Problem. Der erste Lag, der kam, hat mich so weit rausgeschmissen. Das ist quasi, wenn die Person jetzt nicht selber nochmal irgendwie einen Fail macht, dann ist sie ganz weit vorne. Also, wenn diese Lags mal irgendwie in den Griff bekommen, das wäre definitiv das geilste Add-on ever. Moment, ist sie gerade ernsthaft zurückgeritten? Nee, das war jemand anders. Ich wollte gerade sagen, so, was? Ich dachte gerade, das ist dieselbe Person. Ja, nee, da ist sie. Ja. Nee, also, war ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Der eine Fail, das war ganz klar mein Ding, aber der erste Lag war wirklich schon unangenehm. Was war in eurer Kiste so drin? Habt ihr dieses Mal irgendwie Glück gehabt? Schreibt es mir doch in die Kommentare, ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer neuen Kiste wieder. Da gibt es auch bald mal eine neue Whiffle ja auch wieder. Also die steht ja jetzt dann auch schon an als eine der nächsten Belohnungen wieder. Bin ich auch gespannt, was drin sein wird. Ich sage danke fürs Zuschauen. Euch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh baby, why can't you see?